Hi, willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. So, wir gehen jetzt weiter. Wir haben ja beim letzten Mal ganz gut erkundet, haben auch einiges gefunden. War ein ganz netter Lootort. Nix Überwältigendes, aber eine Wackelkopfpuppe für mehr Erfahrung und so Zeugs. Und jetzt schauen wir mal hier noch weiter, weil da ist gleich noch ein Häuschen ganz in der Nähe, das auch eine eigene Markierung auf der Karte hat. Die schauen wir uns auch mal noch an. Beziehungsweise sind hier anscheinend mehrere kleine Häuschen. Oh, oh, da ist ein Ghoul ums Eck. Ich höre laute Schritte. Aber von wo? Oh, oh. Die fallen manchmal so lustig um, wenn man sie besiegt hat. Sugar Bomb. Okay, die Kitty Corn Hütte. Ich frage mich, was das wieder für... Was wir hier... Ah, hier ist gleich mal eine Überseekofferbox. Mit einer Schatzkarte fürs Toxic Valley. Hm. Ja, super, das kann alles sein. Ein Fluss und eine Ruine. Eine Brücke noch im Hintergrund. Gott, was höre ich denn da für Geräusche? So furchtbar. Eine Maulwurfsratte. Ist ja niedlich. Eine Maulwurfsratte kommt aber selten alleine. Und das war kein absichtlicher Gag oder so. Die kommen wirklich selten alleine. Okay, eine Brücke im Toxic Valley. Eine Brücke, ein Fluss. Da drüben sind Stege. Und eine Hausruine im Hintergrund. Ich bin nicht gut in sowas. Klebeband, Wecker. Wecker, auch sehr gut. Sehr gute Ingredienzen. Ein Lappen. Ja. Yeah. Jeder braucht einen Lappen. Außer wenn er selber ein Lappen ist, dann hat er Glück gehabt. Dann braucht er keinen. Ich meine, der Schatz ist wahrscheinlich eh nichts super Aufregendes, oder? Aber trotzdem würde ich gern mal einen finden. Habe ich noch nie gemacht. Das Haus sieht noch sehr intakt aus. Was ist denn hier los? Ich höre da auch Schritte drin. Oh, und draußen anscheinend auch. Oh oh. Hat mich noch gekickt. Ha, das Haus kommt mir bekannt vor. Waren wir hier nicht schon mal? Nee, kann nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Außerdem ist hier noch ein Rezept. Yeah. Aber das Haus kenne ich. Also den Aufbau des Hauses. Ich glaube, wir waren schon mal in einem anderen Haus, das genau den gleichen Aufbau hatte wie das hier. Cool. Können wir sogar knacken. Verzeihung. Hey, nicht schlecht. Ich bin ganz froh, dass ich schon einen relativ hochleveligen Charakter neben diesem Let's Play-Charakter habe. Wegen dem Skillen. Denn ich habe meinen hochleveligen Charakter im Grunde ein bisschen verskillt, würde ich fast sagen. Also man kann in dem Spiel fast alles wieder hinbiegen. Vor allem kann man ja jetzt auch... Geht das schon nach dem Update oder erst nach dem nächsten? Ich bin mir gar nicht sicher. Kann man ja auch Perk-Punkte wieder umverteilen. Aber auf jeden Fall, oh, da ist ein Wassergenerator und alles. Oh. Interessant. Wo sind wir denn hier? Vergiftetes, ausgetrocknetes Seebett. Aha. Wir müssen auf jeden Fall da lang. Ich glaube, jetzt machen wir echt eine Schnellreise. Jetzt haben wir alles entdeckt. Kostet wahrscheinlich nur noch einen Kronkorken. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Aber jetzt weiß ich, dass ich mich wirklich auf Waffenarten, die mir gefallen, die ich auch wirklich langfristig benutzen will, schon früh spezialisieren sollte. Und diese ganzen Mehrgewicht-Trag-Perks,
sind im Endeffekt ein Blödsinn, leider. Ich würde die zwar gerne nehmen, damit ich mehr looten kann, aber im Endeffekt ist halt die Limitation des Spiels dran schuld, dass man so wenig looten kann. Und dass man das durch Perks ausgleicht, ist ein Blödsinn, weil dadurch wird man einfach zu einem schwachen High-Level-Charakter. Man muss sich schon auf das spezialisieren, dass man will, dass man gut findet. So, Silo Bravo. Ach, blöd, dass ich die Quest nicht schon hatte, als wir das erste Mal hier waren. Das hätten wir gleich alles in einem Schwung erledigen können. War da hinten in der Scheune nicht das letzte Mal? Oh, oh. Eine Powerrüstung? Mal schauen, ob jetzt wieder eine drin ist. Mit anderen Teilen oder so. Hey! Wow! Die ist ja fast vollständig. Die hat, naja, fast vollständig ist vielleicht übertrieben. Aber die hat ordentlich Teile. Keine Ahnung, wie ich die heimbringen soll. Aber, yeah. Naja, müssen wir sie halt zu Fuß heimbringen. Ist ja auch nicht so schlimm. Hier grunzen schon wieder die ganzen Verbrannten rum. Ich glaube, ich mache hier erst sauber, bevor wir an den Terminal gehen. Okay, war es das schon? Ich bin versteckt und da steht nicht mal irgendwie... Na dann, versuchen wir es mal. Ach, ich muss die Inno reparieren. Okay, repariert. Was haben wir denn da hinten für eine Mission? Repariert den Markenautomat von Prickett's Ford. Der Jukestar 15 könnte mir da gut helfen. Vom Level her. Und da unten Bierflaschen sammeln. Wir könnten jetzt über den Weg Bierflaschen sammeln gehen und dann zurück zum Lager und managen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Und wenn wir da mal hochlevelig sind, dass wir die ersten Teile an unserem Power-Rüstungs-Frame bauen können, haben wir vielleicht auch schon ein paar Kerne. Und dann können wir mal ein bisschen mit Power-Rüstung durch die Gegend stapfen. Oh, ich dachte, ich kann das öffnen. Ich war naiv, das zu glauben. Genau, ich gucke genau richtig. Da drüben irgendwo ist es. Wir könnten in das kleine Häuschen da noch schauen. Ist es nicht sogar das kleine Häuschen? Ich weiß es nicht. Oh, Wasser ist so radioaktiv. Es ist eine Unverschämtheit. Ich höre schon wieder wen grunzen. Ah, es sind nur Opossums. Na, grunzt nur weiter. Alles gut, ihr Grunztierchen. Grunzt euch die Seele aus dem Leib. Trotzdem gut, dass ich hier lang gegangen bin, weil hier wäre riesige Wasser... wow. Wasserpfützen mit super Radioaktivität. It's super radioactive. Oh yeah. Ich stecke an Schildern fest. Okay, danke. Schilder, der größte Feind des Ödlandbewohners. Mehr oder weniger. Und immer diese Glockenspiele. So, gleich sind wir da. Wahrscheinlich sind wir wegen den Rüstungsteilen jetzt sehr überladen, oder? Ja, schon. Nee, die muss ich einfach zu Fuß heimtragen. Das machen wir jetzt auch. Da kann ich jetzt nicht irgendwie schnell mal 30 Gewicht reduzieren. Das geht nicht. Ich höre schon wieder so ein... Ich höre schon wieder so ein Offizierscode. Ha.
unglaublich. Mit meinem Hauptcharakter, sage ich schon, das ist nicht ganz korrekt, aber mit dem hochleveligen Charakter finde ich bei weitem nicht so viele Atombomben-Codes wie hier. Muss ich echt sagen, das ist total crazy. Wenn ich hier mit dem Charakter, ich habe das Gefühl, wenn ich hier mit dem Charakter ein paar Stunden rumlaufe, kann ich eine Atombombe ganz alleine abwerfen. Schade, dass die Dinger nur eine Woche halten, sonst könnten wir wahrscheinlich eh schon eineinhalb oder so. Warum Blechdosen von Steinen schießen, wenn sie ein echtes Ziel ins Visier nehmen können? Was? Ich bin nur hier, um die Bierflaschen wegzuräumen. Ich mache hier nur meinen Job, Mann. Lass mich in Ruhe. So. Das ist mal eine Quest, oder? Da haben sich aber die Quest-Designer ordentlich ins Zeug gelegt. Hey, das ist ja fast wie in... Das ist ja fast wie in... Life is Strange. Mit den Bierflaschen, die man sammeln muss. Jetzt muss ich sie nur noch wegschießen. Oder von wem anderen wegschießen lassen, theoretisch. Ach ja. Bam. Das war witzigerweise sehr passendes Geräusch gerade. In dem Moment, wo ich die Sache zerlege, die mein Inventar zerlege, macht es. Ich habe das, finde ich, perfekt nachgeahmt. Die Metallrüstung ist nicht gut genug. Das Baseball-Outfit brauche ich auch nicht. Trotzdem kriege ich keine 19 Gewicht mehr weg. Ist auch wurscht. Die Quest hier haben wir erfüllt. Ein bisschen Munition und Stuff haben wir auch noch gefunden. Oh, da will ich nicht durch. Moment mal, was ist denn das für ein Mr. Handy da oben? Ist der böse? Ja, der ist böse. Befreit. Die Welt ist um einen bösartigen Mr. Handy ärmer geworden. Moment, das klingt irgendwie falsch, weil ärmer geworden klingt so negativ. Ich habe noch nie einen Protektron gesehen, der Treppen steigt. Und es sieht auch echt dämlich aus. Das letzte Mal, als ich hier war, waren da Verbrannte drin, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ein Wertibot. Ah, da oben ist ein abgestürzter Wertibot, oder? Ich glaube schon. Schwer auseinanderzuhalten, aber die Wertibots sind ein bisschen kleiner und anders. Wenn man näher rankommt und sieht, ob die Hohlräume haben, dann weiß man's. Ha, warum treffe ich ihn denn nicht? Ich finde, das waren zwei perfekte Treffer. Ha, dafür dachte ich, dass der voll daneben geht. So ist manchmal das Leben. Mal, wenn man glaubt, man hat voll ins Klo gegriffen, geht alles wunderbar. Und wenn man glaubt, das war ziemlich gut, dann geht alles schief. Ist doch wirklich oft so. Ich sag das meistens immer so albern zum Spaß, wenn ich sage, so ist das Leben. Aber in dem Fall stimmt's wirklich. Das ist ein Wertibird, Bird, kein Wertibot. Bot. Oh, warte mal. Doch, das ist ein Wertibot. Und der hat Inventar. Der sieht aber sehr Wertibirdig aus. Ich dachte, der hat sogar einen Innenraum gehabt von der anderen Seite. Naja, wurscht. Danke für den Loot. Ich bin schon so überladen, da ist es schon egal. Immer, es gibt diesen Punkt, ne? Da ist es dann einfach auch schon wurscht. Solange man nicht über diese magische Grenze kommt, bei der man nicht mal mehr normal schnell gehen kann, ist alles gut. Oh, oh. Ha. Ich bin nur immer vorsichtig bei so kleinen Mini-Locations. Da sind oft zumindest kleine Mini-Gegner. Aber hier sind nur verdammt coole Naschkatzen, die ich leider
finde ich echt sehr schade, nicht zur Dekoration benutzen kann in dem Spiel. Dekorieren geht in Fallout 76 nicht und das ist gerade für ein Online-Spiel, wo man vielleicht auch Freunden seine Kreation zeigen will, verstehe ich das nicht. Warum die nicht mehr darauf geachtet haben, dass es zum Beispiel Regale gibt, die man einräumen kann oder sowas in der Art. Das wird halt einfach schon Sinn machen. Ah ja, unser Lager ist gleich da oben irgendwo. Ich wusste gar nicht, dass unser Lager so nah an einer Farm ist, die wir noch gar nicht gesehen haben. Auf jeden Fall haben wir ein ruhiges Plätzchen. Ich hatte schon Locations, in denen ich ununterbrochen angegriffen wurde. Hier scheinen wir Glück zu haben. Wenn man so einem Gegner-Spawn-Punkt sein Häuschen baut. Ich meine, andererseits hat man dann immer coole Erfahrungspunkte und Kämpfe. Aber nervig ist es auch ein bisschen. Ach so, warte, ich wollte erstmal wegen Rezepten schauen. Ich habe, glaube ich, keine Blaupausen gefunden, aber Rezepte haben wir zumindest ein paar. Eichhörnchen im Stiel und irgendwas mit Karottenblumen-Zeugs. Ach doch, Baupläne haben wir auch. 10mm Pistole und Leichtmetallbein. Hm, okay. Gut, dann nochmal schnell alles zerlegen. Und ab in die Box. Ah, schön. Schön chillig. Diese Minen immer. Immer diese Minen, als ob ich irgendwie Minen benutzen würde. Ich benutze keine Minen. Kein Mensch benutzt Minen. Wer benutzt denn schon Minen? Und ich benutze auch keine Injektorgewehre. Und die kann ich auch kaputt machen. Und die auch. Kann ich alles zerlegen. So, oh Gott, aber die Pumpgun ist sehr kaputt. Mal schauen, ob wir da vielleicht was reparieren können. Also, legen wir nochmal unseren ganzen Schrott rein. Dann wird es noch sehr, sehr viel Kleidung haben wir da drin. Müssen wir auch irgendwann mal aussortieren. Zum Beispiel das hier. Wenn ich das nicht anziehe, dann schmeiße ich es weg. Leider erlaubt einem Fallout 76 halt eben nicht, dass man Sachen großartig lagert. Das ist gemein und blöd und ich hasse es, aber so ist es eben. Die ganzen Artefakte, die ich schon nehmen kann, werden eben entweder angezogen oder nicht. Schauen wir mal. Also. Das hier ist schlechter in jeder Hinsicht, aber ich kriege weniger Schaden durch Verbrannte. Hm, weg damit. Das hier hat mehr Energieresistenz, weniger normale Resistenz. Und verleiht 35 Energie, wenn meine Gesundheit niedrig ist. Weg damit. War da nicht noch ein drittes? Ah ja, hier. Plus 1 Ausdauer ist natürlich eigentlich nicht schlecht. Aber jetzt muss ich mal gucken. Das ist ein Brustpanzer. Was haben wir denn da momentan ausgerüstet? 26,4. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Weg. Naja. Was ist denn da los? Was machen denn die Nachbarn schon wieder für einen Lärm hier? Was umkreisen die denn da? Wo fliegen die denn hin? Ach, das sind diese Drohnen. Wusstet ihr, dass wenn man diese Drohnen abschießt, die von diesen Vertibirds begleitet werden, die hier, dass man da unter Umständen, ich weiß nicht, ob immer, da müsste ich mal schauen, aber unter Umständen kriegt man da auch Atomsprengcodes. Aber es kann sein, dass das questabhängig ist und nicht in der freien Natur passiert. Da bin ich mir nicht sicher. Naja, schauen wir mal, ob wir unsere Waffen ein bisschen hochleveln können. Ach so, Leute, es ist schon wieder irgendwie Zeit für Schluss zu machen heute. Zeit für Schluss. Morgen weiter. Guten Abend. Tschüss.